avevi anni, però te ancora, ne arrivo. Ein Copyshop in Sarajevo ist eigentlich nichts Besonderes. Ein Copyshop im Zentrum der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina hat allerdings eine besondere Geschichte. Seine Eröffnung im Herbst 2012 steht am Ende einer mehrjährigen Gefangenschaft im amerikanischen Foltercamp Guantanamo Bay. Der Copyshop hat den Namen Respekt und er ist das sichtbare Ergebnis des Projekts »Einmal Guantanamo, immer Guantanamo«. Über die österreichische Fundraising-Plattform respekt.net wurden insgesamt 24.330 Euro gesammelt, um Mustafa Ayef Idir und Hajj Bandella, die 7 Jahre lang unschuldig in Guantanamo inhaftiert waren, einen Neustart zu ermöglichen. Vielen herzlichen Dank für die Einleitung und vor allem für die Möglichkeit, dass wir heute über zumindest einen kleinen Erfolg in dieser sehr großen Tragödie sprechen können, nämlich über den erfolgreichen Abschluss eines Projektes, das wir vor einigen Jahren gestartet haben, um 2 von den 6 aus Bosnien entführten Guantanamo-Häftlingen zu reintegrieren in Sarajevo. Also Mustafa Idir und die anderen Algerian Six waren unter den ersten, die von nach Guantanamo überstellt worden sind und waren auch die ersten, die wieder freigelassen worden sind. Nichtsdestotrotz, insgesamt waren sie dort 7 Jahre inhaftiert, ohne jemals offiziell angeklagt worden zu sein, ohne jemals dafür irgendeine Art von Entschuldigung oder Entschädigung bekommen zu haben. Sie wurden schwer misshandelt, waren auch im Hungerstreik. Und man muss sich diese Situation jetzt vorstellen, man ist 7 Jahre in Haft. Mustafa Idir hat zum Beispiel seinen damals jüngsten Sohn erst nach der Haft kennengelernt. Die Frau war schwanger, wie er inhaftiert worden ist. Und man kommt zurück und man ist arbeitslos. Man bemüht sich um Arbeit. Wo man sich bewirbt, wird man aber immer als der bosnische Guantanamo-Terrorist wahrgenommen, obwohl man nie verurteilt worden ist, obwohl man nie angeklagt worden ist. Und mit dieser Guantanamo-Stigmatisierung und daher auch der Titel des Projektes, einmal Guantanamo, immer Guantanamo, waren Mustafa Idir und Hajj Bandella konfrontiert und haben dann auf Initiative Wolfgang Petritsch kontaktiert und dann auf diese Initiative kam die Idee ins Rollen, einen Copyshop zu gründen. Von der Idee bis zur Umsetzung ist es dann, wie auch so oft, ein relativ weiter Weg. Und wir haben dann begonnen, einfach mal zu brainstormen, was braucht es, um einen Copyshop zu gründen. Mustafa Idir hat Vorarbeiten geleistet, hat mit anderen Leuten gesprochen, was für Geräte braucht es, was kann die Miete kosten, soll man leasen, soll man kaufen. Aber auf nichtsdestotrotz, also die Betriebsgründung war für alle in Bosnien ein Neuland. Bosnien ein Land mit einer Arbeitslosigkeit von 40% und nicht unbedingt auch jetzt das Umfeld, wo eine Betriebsgründung besonders einfach möglich ist. Dann gab es diesen Projekteintrag, den wir eingereicht haben bei Respektnet. Das Geld war dann finanziert. Und dann ging es um die Umsetzung und wie so oft kommen dann auch etwas unerwartete Aufgaben auf einen zu, wie zum Beispiel, dass das ursprünglich bereits sich gesicherte Geschäftslokal war in der Zwischenzeit wieder vergeben worden oder dass man dann zum Beispiel eine Betriebsgenehmigung benötigt, die aber weit länger dauert, als man ursprünglich gedacht hat, dass man Alarmanlagen braucht, lauter Kleinigkeiten, aber nichtsdestotrotz... All die Probleme, die man in Bosnien als Unternehmer hat, ja, genau. Also haben sich da auch noch sozusagen draufgelegt. Genau. Und in dem Zusammenhang muss ich betonen, mit was einer Beharrlichkeit und Geduld Mustafa Idir und Hajj Bandella an dem Projekt auch gearbeitet haben. Also das war wirklich beeindruckend, vor allem, wenn man sich das nur mal vergegenwärtigt. Jemand war 7 Jahre inhaftiert, wird dann freigelassen, ist arbeitslos, ist nur mit Vorurteilen konfrontiert und nichtsdestotrotz diese Beharrlichkeit und Kontinuierlichkeit, das Projekt umzusetzen. Und umso mehr hat es uns dann gefreut, wie das Projekt dann eröffnet worden ist im Sommer letzten Jahres. Und im Hintergrund sehen Sie bereits Fotos und Videomitschnitte von seiner Arbeit im Copyshop. Wir waren im Herbst letzten Jahres dort, haben uns dort selber ein Bild machen können. Aber wie Sie sehen, also die Geräte sind da. Es gibt eine Laufkundschaft, es gibt bereits eine Stammkundschaft, die Studierenden, Mustafa Idir ist auch Karate-Trainer, das heißt, die ganzen Mitglieder aus dem Karate-Club, aus dem Fußball-Club besuchen ihn. Er produziert Bücher, Visitenkarten, alles, was man so in einem Copyshop produziert. Hier habe ich zum Beispiel ein T-Shirt mit, was er macht auch diese T-Shirt-Bedrucke und dann eben
Der Copy Shop heißt jetzt Respekt als zu Ehren der Organisation, die das... Was seine Idee auch, das finde ich besonders toll. Wir haben das Projekt RespektNet ins Leben gerufen, weil wir zahlreiche politische Defizite orten und es eine Bereitschaft gibt von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, diese Defizite durch persönliches Engagement und auch durch finanzielle Investitionen zu bekämpfen oder zu korrigieren. Und das ist auch die wichtige Funktion einer derartigen Plattform. RespektNet ist eine Engagementbörse im Internet, wo jeder Mann und jede Frau ihre engagierten Themen präsentieren kann und um finanzielle oder Unterstützung mit Zeitspenden zu werben. Und damit haben wir eine Plattform geschaffen, die einem Projekt wie einmal Guantanamo und immer Guantanamo eine Plattform gibt, die entsprechende Unterstützung zu sammeln und zu erhalten und ein derartiges Projekt zu ermöglichen. Und die 147 Spenderinnen und Spender haben ein wirklich starkes persönliches Commitment gegeben, weil sie mit ihrem Namen für die Finanzierung dieses Projekts stehen. Das hat etwas mit Zivilcourage zu tun. Und wenn nicht in einem demokratischen Land wie Österreich, muss das möglich sein, dass man ein derartiges Projekt auch durch privates Engagement ermöglicht. Und dafür steht die Projektbörse respekt.net zur Verfügung. Die 25.000 Euro, die wir da gesammelt haben, sind natürlich ein riesengroßer Erfolg. Ich glaube, es ist einer der größten Summen überhaupt, die von RespektNet in so kurzer Zeit aufgebracht worden ist und zeigt auch das zivilgesellschaftliche Engagement der Österreicherinnen und Österreicher. Im Vergleich dazu, ein einziger Häftling kostet die Vereinigten Staaten pro Jahr $1 Million. Als die amerikanische Regierung an europäische Regierungen herangetreten ist, um mit der Bitte, einzelne Unschuldige aus Guantanamo aufzunehmen, Österreich das sofort und pauschal abgelehnt hat. Eine unheilige Allianz von der damaligen Außenministerin bis zur damaligen Innenministerin bis hin zum heutigen Außenminister hat gesagt, ist nicht möglich, nehmen wir nicht an. Ich habe selbst einmal in einem persönlichen Gespräch mit dem jetzigen Außenminister versucht, auf ihn einzuwirken, auch mit dem Argument, dass ich gesagt habe, Österreich hat 90.000 Bosnier aufgenommen. Wäre es nicht möglich, eine Familie aufzunehmen, die einen derartigen Schicksalsschlag erlitten hat, ja? dass die Familie in Sarajevo lebt, die Kinder dort leben und der Mann jetzt nach 7 Jahren, der Ehemann nach 7 Jahren zurückkehrt zur Familie, die Kinder fremdeln, weil die ihn gar nicht mehr erkennen. Also eine wirklich tragische Situation. Könnte man nicht so eine Familie in Österreich aufnehmen, in die bosnische Community integrieren, mit einer gewissen Verpflichtung auch, dass man sagt, jetzt kümmern wir uns alle um diese Familie und wir schaffen es, dass wir wurde abgelehnt. Ich habe leider auch in dem Gespräch bemerkt, dass der Außenminister nicht up to date war und vermutet hat, das sind sozusagen wirkliche Terroristen, die wir da ansiedeln müssen. Zu allem Überfluss hat er dann auch noch sein aus Tirol stammender Parteisekretär dann in einem Argumentarium dann hineingebracht, wenn Rot-Grün kommt, dann werden Guantanamo-Häftlinge in Österreich angesiedelt. Also eine unglaubliche Schweinerei und Gemeinheit, die da passiert ist damals. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Da kann einem wirklich langsam der Kragen platzen, wenn eines der reichsten Länder, das nicht imstande ist, hier aktiv zu werden in so einer Sache, wenn man zurückblickt, Österreich, das seit 1956 immer wieder humanitär ganz ausgezeichnet, hervorragend reagiert hat, hunderttausende Flüchtlinge aufgenommen hat, dass es nicht möglich ist, jetzt in dieser saturierten Zeit, dass man sagt, nehmen wir wenigstens die eine Familie auf und schaffen wir hier für eine. Deshalb auch die Initiative, die zivilgesellschaftliche Initiative mit Respekt
Respekt nicht zu schauen, dass wir, wenn schon nicht hier, dann denen wenigstens dort helfen können.